frei und verbreiten beste Stimme. Laut Weltrangliste treffen hier die beiden schwächsten Teams der WM aufeinander. Russland Nummer 70 des Rankings in Rot steht als Gastgeber unter Zugzwang. Zum Auftakt kein Abtasten, rein in den Strafraum und das mit Erfolg. Juri Gasinski mit dem 1:0. Der erste Treffer dieses Turniers fällt schon nach 12 Minuten. Russlands Trainer Tschetschesow, kein Freund von Euphorie. Dabei war doch die Flanke von Zobnin so präzise getimt. Gasinski verwertet diese Einladung perfekt. Starker WM-Auftakt finden anscheinend auch beide Staatsoberhäupter. Saudi-Arabien, 67. der Weltrangliste, fortan weit aufgerückt. Die Russen suchen den Konter, viel Platz für Golovin, der ist schnell und hat den Blick für Zobnin. Weiter auf Tscherichev. Der lässt zwei Gegner aussteigen und die Torwart. Denis Tscherichev, 43. Minute, sind die Russen einfach abgebrüht. Läuft gut für den Gastgeber, der auch in der zweiten Hälfte die torgefährlichere Mannschaft bleibt. 71. Minute, sie kombinieren wie im Training. Golovin mit Gefühl, der Kopfball von Juba sorgt für klare Verhältnisse, 3:0. Der WM-Ausrichter zeigt weiter Lust am Fußball. Es läuft die Nachspielzeit. Tscherichev, das schönste Tor des Tages, 4:0. Perfekt, mit dem Außenriss ins lange Eck. Und weil es so schön war, machen sie weiter. 4. Minute der Nachspielzeit. Das 5:0 durch Golovin. Die Schlusspointe. Ein Traumauftakt für Russland. Der Gastgeber demonstriert Stärke und sorgt für Begeisterung im eigenen Land.